Beim Versuch zu landen gerät ein Flugzeug ordentlich in Schieflage und säbelt sich damit kurzerhand mal eben auf der Landebahn die Tragflächenspitze ab, bevor es wieder zurück in die Luft geht, die Maschine durchstartet und damit Schlimmeres verhindert wird. Ich erkläre euch ganz genau, was hier passiert ist, wie wir Piloten vorne im Cockpit dafür sorgen, dass genau so etwas eigentlich nicht passieren kann und was es sonst alles noch über diesen Anflug zu wissen gibt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir werfen erst einmal noch einen ganz genauen Blick auf das Video, denn das ist tatsächlich schon einige Jahre alt. Also der Vorfall, der ist schon 2016 passiert, ging aber jetzt eben erst durchs Internet, macht die Sache nicht weniger spannend, trotzdem als Info vielleicht schon mal ganz interessant. Zu sehen ist hier eine Boeing 737-700 der United Airlines im Anflug auf den Flughafen LaGuardia in New York City. Und während die hier so schön mit ihrer Tragfläche über die Bahn schleift, kann man auch schön die Zahlen auf der Runway erkennen. Das hier ist Piste 13. Die Zahlen auf der Bahn stehen für die Richtung, in welche die Bahn gesehen auf einer Kompassrose zeigt. Also Piste 13 hier am Flughafen LaGuardia steht für eine Ausrichtung in 130 Grad, also südöstliche Ausrichtung. Die Gegenrichtung ist dann die Bahn 31, also einmal um 180 Grad gedreht. Dazu gibt es in LaGuardia noch eine zweite Piste, das ist dann die 04 bzw. 22. Typischerweise landen die Maschinen auf der 04 und starten auf der 13. Denn diese Ausrichtung passt ganz gut zu den meist vorherrschenden Windverhältnissen und mit einem Flugzeug versucht man ja immer so gut es geht gegen den Wind zu starten und zu landen. Aber auch in New York City weht der Wind logischerweise nicht immer aus derselben Richtung. Selbstverständlich können die Flugzeuge auch in Gegenrichtung auf der 22, also dann in südwestliche Richtung landen. Es gibt auch einen möglichen Anflug auf die 31 und auch wenn es bei dieser United 737 an diesem Tag offensichtlich nicht so gut geklappt hat, auch auf die 13 kann angeflogen werden. Dabei muss man jetzt aber eine ganz wichtige Sache bedenken. LaGuardia befindet sich in New York City und damit fliegerisch in einer der interessantesten, weil vollsten Umgebungen der Welt. Wir haben hier den Flughafen JFK, einen der geschäftigsten Flughäfen der Welt, dann LaGuardia, nicht weit davon entfernt, hauptsächlich für Kurzstrecken und Inlandsflüge, Newark, ebenfalls ein großer internationaler Flughafen, sowie kleinere General Aviation Plätze, wie zum Beispiel Teterboro. Und dazu kommen dann noch eine ganze Menge Heliports und Plätze für Wasserflugzeuge. Der Luftraum über New York City ist definitiv höchst komplex. Mit anderen Worten, auch in New York City ist selbstverständlich die Windrichtung ausschlaggebend dafür, in welche Richtung gestartet und gelandet wird. Aber gerade in New York City sind alle Flughäfen sehr stark voneinander abhängig. Und es muss wirklich ganz genau abgestimmt werden zwischen der Flugsicherung, den Flughäfen und den Flugzeugen selbst, wie da genau geflogen wird, damit man sich dort nicht in die Quere kommt. Die drei großen Flughäfen Newark, LaGuardia und JFK haben alle drei Bahnen in 04 bzw. 22 Ausrichtungen. Und die werden auch oft und gerne genutzt, nicht nur weil sie oft zu dem vorherrschenden Wind passen, sondern auch weil so direkte, gerade geflogene ILS-Anflüge unabhängig voneinander auf allen drei Flughäfen durchgeführt werden können. Macht es jetzt aufgrund des Windes Sinn, in Richtung Nordwesten zu landen, dann ist das für den Flughafen JFK nicht unbedingt ein Problem, denn die Maschinen fliegen einfach vom Meer aus ungestört gerade an. Für Newark ist das allerdings Mist und man wird versuchen, so lange wie möglich Anflüge über die 22 oder die 04 reinzubekommen und LaGuardia liegt etwas unhandlich platziert in der Mitte. Werden Landungen in Richtung 13 nötig, dann ist das wiederum für Newark nicht wirklich ein Problem. Die könnten die Flieger auf ihrer 11 reinholen. Für JFK ist es definitiv nicht perfekt, aber auch möglich. Da gibt es dann einen ILS-Anflug auf die 13 links. LaGuardia liegt wieder etwas unhandlich dazwischen. Mit anderen Worten, LaGuardia ist halt einfach etwas eingekesselt zwischen den Anflügen der beiden größeren Flughäfen Newark und JFK und kann so wirklich problemlos eigentlich nur auf der 04 oder für die aus dem Norden kommenden Maschinen auf der 22 angeflogen werden, ohne die Anflüge der anderen Plätze zu stören. An den wenigen Tagen im Jahr, wo es dann aber wirklich gar nicht anders geht, aufgrund zum Beispiel starken Windes aus der entsprechenden Richtung oder vielleicht Wartungsarbeiten, weshalb dann die 04 bzw. die 22 in LaGuardia geschlossen ist, also an Tagen, an denen es gar nicht anders geht, als Flugzeuge ganz einfach auf der 13 bzw. auf der 31 landen zu lassen, bedient sich der Flughafen LaGuardia aus den eben genannten Gründen ein paar ziemlich coolen Hilfsmitteln. Also Anflügen, die vor allem bei schönem Wetter trotzdem viele Anflüge, viel Verkehr ermöglichen, ohne dabei die Anflüge der anderen beiden Plätze zu stören. Und das sind sogenannte Visual Approaches, also Sichtanflüge und Circling Approaches.
Beides nicht zu verwechseln mit VFA-Fliegen, also Fliegen nach Sichtflugregeln. Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Weil es auf der einen Seite, finde ich zumindest, ziemlich spannend ist, wie das alles in New York City gelöst ist. Auf der anderen Seite, weil es doch auch wichtig ist, um wirklich im Detail verstehen zu können, was hier mit dieser Boeing 737 von United im Video passiert ist. Der riesengroße Vorteil eines solchen Circling Approaches ist es, dass dieser, wie der Name schon vermuten lässt, nicht straight in, also geradeaus runter zur Landebahn geflogen wird, sondern eben in einem Circling, also in einer Kurve, in einem Kreis in unmittelbarer Umgebung des Flughafens. Mit einem Circling hält man den ganzen Anflug, alles schön kompakt. An vielen Flughäfen auf der Welt, wo ein solches Circling geflogen wird, ist schnell ansteigendes Gelände in der Nähe des Flughafens der Grund dafür, da es einen direkten Anflug auf die jeweilige Landebahn verhindern würde. Also fliegt man erst in Gegenrichtung an, bricht dann in eine Richtung aus, hält eine bestimmte Höhe und dreht dann dicht über dem Boden die Maschine noch einmal um 180 Grad herum, um dann eben in Gegenrichtung landen zu können. Ein besonderer und definitiv anspruchsvoller Anflug. Und so geht dann das Standard-Circling, da gibt es auch in den Handbüchern des Flugzeuges ganz genaue Vorschriften, die man dann einzuhalten hat. Aber an manchen Flughäfen geht auch nicht mal das, Samos zum Beispiel. Da fliegt man dann eher mit so einem 90 Grad Offset auf die Landebahn zu, also so schräg, und dann bastelt man sich da irgendein Circling draus. Sicherlich einer der anspruchsvollsten Anflüge überhaupt, und deswegen dürfen dort auch nur extra geschulte Piloten landen. Und mit diesem Wissen gehen wir jetzt einmal in den Microsoft Flight Simulator und ich fliege euch einmal den Circling Approach, genauso wie ihn die United Piloten auch geflogen sind, auf die Runway 13 in LaGuardia vor. Und dann könnt ihr ganz genau sehen, wie so ein Circling Approach funktioniert. Bevor wir das machen, darf ich euch aber diesen Monat so wie jeden Monat wieder Blinkist empfehlen. Blinkist ist schon lange mein Partner, ich empfehle euch die App immer wieder sehr, sehr gerne. Ihr wisst mittlerweile Bescheid, Blinkist liefert euch die wichtigsten Ideen und wichtigsten Gedanken aus mittlerweile über 5500 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien und auch die wichtigsten Gedanken und Ideen aus Podcasts zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten. Es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch, falls euch ein Buch dann so richtig gut gefällt. Viele davon gibt es mittlerweile auch als komplettes Hörbuch direkt in der App verfügbar und ich nutze Blinkist immer ganz gerne, einfach so nebenbei, wenn ich irgendwas auf den Ohren haben möchte, beim Kochen, beim Wäschemachen, wie auch immer. Und gerade wenn ihr euch für das Jahr 2023 vielleicht ein paar gute Vorsätze gegeben habt, nicht ganz genau wisst, wie ihr das umsetzen könnt und so weiter, ich bin mir sicher, ihr findet auf Blinkist einige Bücher, die euch ein paar richtig coole Tipps dafür geben können. Zum Beispiel das Buch hier ist definitiv eines meiner Lieblingsbücher, was ich über Blinkist entdeckt habe. Und wie ihr sehen könnt, ein Buch, was ich mir dann auch wirklich als richtiges Buch besorgt habe, um es mir ins Bücherregal stellen zu können, weil mir die Blinks dazu so gut gefallen haben und ich gerne das ganze Buch lesen wollte. Da sind ein paar coole Anekdoten drin, zum Beispiel von den beiden Wright-Brüdern, die den ersten Motorflug der Welt durchgeführt haben. Also ein Buch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was ich über Blinkist entdecken konnte. Und eine ganz coole neue Sache, Blinkist hat jetzt eine neue Funktion, nennt sich Blinkist Connect, und darüber habt ihr die Möglichkeit, euren Premium-Zugang mit einer weiteren Person zu teilen. Also quasi zweimal Premium zum Preis von einem. Und ganz wichtig, ihr verliert dabei aber nicht euren unabhängigen Account mit euren Favoriten und so weiter. Aber ihr könnt dort Blinks teilen, Blinks kommentieren und das dann einfach untereinander hin und her schicken und euch so gewisse Stellen, die euch besonders gut gefallen haben, einfach gegenseitig zeigen. Es gilt also nach wie vor immer noch der Link ganz oben in der Videobeschreibung, blinkist.de/aeronews. Der liefert euch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium und ganz cool, ihr könnt mit diesem Link die App 7 Tage kostenlos in vollem Umfang testen. Das ist ganz cool, um mal rauszufinden, ob das wirklich was für euch ist. Vielen Dank für die großartige Unterstützung und damit in den Simulator. Hier in LaGuardia ist jetzt zwar nicht das Gelände rund um den Flughafen das Problem, aber wir haben ja eben besprochen, aus welchen Gründen der Anflug aus dem Norden der einfachste ist und halt eben der Anflug, der am wenigsten für Probleme sorgt, der einfach dem weiteren Verkehr über New York City nicht in die Quere kommt. Das Flugzeug fliegt jetzt also erst einmal einen bis hierhin ganz normalen Anflug geradeaus auf die Piste 2-2, also auf die Landebahn in LaGuardia, die südwestlich ausgerichtet ist. Hier gibt es jetzt dann sogar ein Instrumentenlandesystem, das wir ganz einfach abfliegen können, so wie an allen möglichen anderen Flughäfen auch. Wir konfigurieren das Flugzeug jetzt erstmal ganz normal für die Landung. Das heißt, wir fahren das Fahrwerk und die Landeklappen aus. Allerdings mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, nämlich die letzte Klappenstufe. Die bringt kaum zusätzlichen Auftrieb, aber viel zusätzlichen Widerstand. Und da wir gleich noch ein kleines Stück die Höhe halten müssen, also ein Straight-and-Level-Flight durchführen müssen, sparen wir uns diese Klappenstufe erst einmal, da man sich sonst in niedriger Höhe, und das ist ein wichtiger Punkt, bei einem Triebwerksausfall schnell in eine Situation bringen kann, in der man mit Fahrwerk und voll ausgefahrenen Landeklappen nicht mehr die Höhe halten kann.
Und jetzt kommt bei einem ganz normalen Anflug ein ganz wichtiger Punkt. 1000 Fuß, also gut 300 Meter über dem Boden, müssen wir vollständig stabilisiert auf dem Anflug sein. Das heißt einfach gesagt, wir sitzen exakt auf dem Anflug. In vollständiger Landekonfiguration, mit der richtigen Anfluggeschwindigkeit, mit gelesener Landing-Checklist, voll und ganz fertig vorbereitet für die Landung. Und so wird garantiert, dass wir uns von diesem Punkt aus voll und ganz auf die Landung fokussieren können und das Flugzeug dafür auch wirklich ready ist. Kann man dieses Gate dann aus welchen Gründen auch immer nicht halten, dann wird der Anflug tatsächlich schon an dieser Stelle abgebrochen. Der Circling Approach ist davon ja jetzt offensichtlich eine Ausnahme, denn die finale Landekonfiguration, die haben wir ja noch gar nicht. Können dementsprechend auch noch keine Landing Checklist lesen und wir haben ja auch ganz offensichtlich noch ein bisschen was zu tun. Das allein ist tatsächlich schon ein Grund dafür, warum dieser Anflug so viel anspruchsvoller ist. Hier bei diesem Circling Approach reduziert sich die Höhe des Gates, wo wir stabilisiert sein müssen, von 1000 Fuß auf 500 Fuß, also auf die Hälfte. Angekommen auf unserer Minimum Descent Altitude, das sind bei diesem Circling Approach hier auf LaGuardia gut 1100 Fuß, das entnehmen wir der Anflugkarte, geht es jetzt nach rechts raus. Wir müssen dauerhaft den Flughafen in Sicht behalten. Da es sich hierbei auch nicht um ein Standard-Circling handelt, muss jetzt ganz einfach viel rausgeguckt und dann halt tatsächlich einfach das Flugzeug geflogen werden. Alles spätestens, bevor wir beim Circling unter unser Minimum von 1100 Fuß gehen, dann auch wirklich vollständig ohne Autopilot, ohne Flight Director. Das Flugzeug halten wir dabei, das ist ganz wichtig, dauerhaft in der sogenannten Circling Area, die sich über von den Landebahnschwellen ausgezogene Kreise mit einem festgelegten Radius definiert. In unserem Fall sind das hier in LaGuardia mit einem sogenannten Expanded Circling 2,8 nautische Meilen. Keine Angst, auch dafür gibt es Tabellen und das kann man alles nachlesen. Wir bringen das Flugzeug dann langsam in einen Sinkflug, fahren die letzte Klappenstufe aus, also in diesem Fall Flaps Full, lesen die Landing Checklist und haben damit alle Bedingungen für das Stabilization Gate erfüllt. Unter 500 Fuß nehmen wir jetzt nur noch Korrekturen vor und bringen die Landung damit dann auch sicher zu Ende. Und ihr seht schon, so ein Circling Approach ist ziemlich interessant und definitiv kein Alltag im Cockpit. Das macht man ganz einfach nicht so häufig. Das Verfahren erfordert höchste Konzentration, gutes Training und dann bei der Umsetzung natürlich auch fliegerisches Können. Und dieser Anflug zeigt die Wichtigkeit eines stabilisierten Anfluges. Und genau darauf wollte ich hinaus. Denn diesen stabilisierten Anflug, den gibt es hier im Video definitiv nicht. Mit exzessiver Schräglage wird versucht, das Flugzeug irgendwie auf Krampf noch auf den letzten Drücker für die Landung richtig auszurichten. Aber so viel Schräglage, so viel Bank, also so ein Kurvenflug in Bodennähe, führt unweigerlich zur Bodenberührung und damit zu dem hier gesehenen Wingstrike. Es gibt nur eine einzige Situation, in der wir eine leichte Bank, also Schräglage, kurz vor dem Aufsetzen bzw. bis zum Aufsetzen nutzen. Und das ist im Falle einer Seitenwindlandung, das ganz bewusste in den Wind legen, um das Flugzeug bei einem gleichzeitigen Tritt ins Ruder für das Aufsetzen gerade auszurichten und trotzdem auf der Mittellinie der Bahn zu bleiben. Ich dachte, ich finde im Internet bestimmt kein perfektes Seitenwindlandungsvideo, aber ich habe eins gefunden. Ich habe eins gefunden, wo eine absolut perfekte Seitenwindlandung gemacht wird und wo man diese Technik wirklich sehr, sehr schön erkennen kann. Zeige ich euch. Die Maschine wird abgefangen und dann wird das Flugzeug über einen Tritt ins linke Ruderpedal, sodass das Ruder hinten am Heck des Flugzeuges nach links ausgelenkt wird, geradeaus für die Landung ausgerichtet, sodass der Vorhaltewinkel aufgelöst wird und dann wird die in den Wind gehaltene Tragfläche ein Stück abgesenkt. Ganz bewusst setzt dann das im Wind liegende Hauptfahrwerk zuerst auf und die Maschine wird perfekt gelandet. Also wirklich absolute Bilderbuchlandung, genauso funktioniert es. Die 737, die war allerdings wirklich nicht stabil im Anflug. Und auch wenn man nur dieses kleine Video sieht, kann man definitiv sagen, diese Landung hätte viel früher abgebrochen werden müssen. Sie wurde dann ja auch abgebrochen, ist auch definitiv die einzig richtige Entscheidung. Das Flugzeug konnte dann trotzdem sicher landen, aber hat sich halt eben die eine Tragfläche ein wenig angekratzt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich habe es versucht, so detailliert wie möglich zu erklären. Und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren großartigen Support und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen bei einem neuen Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.